Lasst ein Like da, klingelt die Glocke und kommentiert für den Algo. Ciao! So, meine lieben Leute. Ich darf euch heute nochmal ein Deck vorstellen. Schrägstrich, eigentlich ein Update, weil das Deck dazu kam wahrscheinlich, oder kam glaube ich schon mal. Ich weiß noch nicht, ob von Marc oder von mir. Und zwar spielt dieses Deck jetzt eine Menge anderes Zeug, weil ich glaube, das ältere Video davon ist schon relativ alt und jetzt kam relativ viel neuer, geiler Scheiß raus. Wir spielen sowas wie Spirit Token. Skeleton Token. Treasure Token. Eine Menge Goblin Token. Awakened Inferno Emblem. Goblin Shaman Token. Und Under City. Ja, den ganzen Bums brauchen wir mittlerweile alles im Mono Red Prison. Jo, Moonstompy im Mono Red Prison. Nennt es wie ihr wollt. Ja, da hat eine Menge Updates bekommen. Fangen wir mal wie immer da an, wo wir immer anfangen. Also ich zumindest meistens. Bei Mana. Jetzt ist wieder mal sehr wohl gesagt Mana. Weil, ja, wir haben ja nicht nur Länder, die Mana machen hier drin. Fangen wir mal ganz rustikal an. 4 Mountains. Das sind jetzt hier 2 Snowcover, 2 normale Mountains, weil ich den Split im Prison immer spiele. Das kann man, ziehe ich dann auch einfach durch, wenn ich auch nur 4 Mountains drin habe. Dann natürlich 4x City of Traitors. Tappen für 2 Mana musst du opfern, wenn ein anderes Land ins Spiel kommt. 4x Ancient Tomb. Tappen für 2 Mana, also farblose Mana. Schießt dir 2 Schaden. Shattered Skull Smashing. Dieses MDFC-Land. Was du in Tapped reinbringen kannst, wenn du dir 3 Schaden schießt. Oder auf der Rückseite. Also, auf der Rückseite ist 3 Schaden schießen lassen und in Tapped ins Spiel bringen. Oder halt nicht oder getappt ins Spiel bringen, dann schießt man sich keinen Schaden. Oder halt auf der Frontside noch der Damage-Schaden mit X-Damage an bis zu 2 Targets. Und ja, aufgeteilt. Und ja. Dann haben wir noch Den of the Bugbear. Da kommen schon mal Token raus. Goblin-Token. Kann ich mal hier hochlegen. Kann ich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Die kommt getappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr andere Länder kontrollieren. Macht ein rotes. Oder für 3 beliebige und ein rotes kriegen wir, wird die zu einem 3-2er Goblin, der, wenn er angreift, einen 1-1 getappten und angreifenden Goblin mit ins Spiel bringt. Ist immer noch ein Land. Also ist ein schönes Manland hier drin, gerade auch, weil es Goblins scheißt. Mehr Goblin, mehr gut. So, dann spielen wir noch 1 Sokensan. Für ein rotes Tappen oder da kommen halt die Spirit Token raus. Macht Channel das Ganze für ein rotes und 3 beliebige. Und man bekommt 2-1-1 Colorless Creature Spirit Token. Jo, und die bekommen Eile bis zum Ende des Zuges. Kann man auch mal benutzen, um genug Burst Schaden rauszukriegen. Dann haben wir noch 4 Chromox. Ja. Null Mana Artefakt mit Imprint. Macht Mana in Farbe der imprintenden Karte 1. Und den tollen Affen. Der leider viel zu oft gecastet wird. Den man für ein rotes auch von der Hand exilen kann. Und ja. Ansonsten ist der 3 Mana 2-2. Wenn der gecastet wird, ist entweder schon zu spät oder das Spiel ist schon lange rum. So, all the Mana you can get. Kommen wir mal zu der Seite, wo der hier anfängt und mir jetzt weitermachen. Kreaturen. Derer haben wir Nachsch voll. Brauchen halt auch irgendwas zum draufhauen. Heißt ja nicht umsonst Stompy, ne? So. Go Blue Nummer 1. Ja, legen wir es hin. Da legen wir es hin. Das ist übrigens meine Biertrinkermatte. Goblin Rebel Master. Sollten wir kennen. Ist für ein rotes und 2 beliebige ein 2-2er Goblin. Alle anderen Goblins müssen angreifen. Und im Combat
bringt der ein 1-1 ans Spiel, der hat Eile bis zum Ende des Zuges. Ja, und dank ihm muss er halt angreifen. Und wenn er selber mit angreift, bekommt er plus 1, plus 0 für jeden anderen angreifenden Goblin. Deswegen zum Beispiel auch gut, dass wir die Den of the Bugbear drin haben, weil die Den of the Bugbear bringt direkt zwei Goblins mit. Aber leider auch nur einen, der den triggert, weil die bringt die ja angreifend ins Spiel. Ja. Dasselbe, mit denselben Mana-Kosten und denselben Stats, spielen wir dann noch zweimal. Diesmal nur. Sonst spielen wir den viermal, aber wir haben mehr Shenanigans hier drin. Den Legion Warboss. Auch wieder 3 Mana, 2 Zweier. Der hat diesmal Mentor. Ist sogar noch ein Goblin Soldier. Zu Beginn des Combats erzeugt er auch einen 1-1er roten Goblin-Kreatur-Spielstein. Der bekommt Eile und muss diese Runde angreifen. Müssen halt leider reinrennen, die kleinen Viecher. Den haben wir jetzt hier nur 4 Mana drin, weil wir ein bisschen Platz brauchen. Platz brauchen wir unter anderem für den guten Caves of Chaos Adventurer. Das ist ein dicker Dude. Ja, für 3 beliebige und ein rotes, ein 5-3er mit Trampel. Schon solide. Und dann kommt da noch hinzu, wenn der ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Ja, diesen Undercity Dungeon. Ne? Alle mit Mono White Initiative Flashbacks bitte hier schreien. Und wenn der angreift, exilieren wir halt zusätzlich noch die Top-Karte unserer Library. Wenn wir den Dungeon, also die Undercity, completed haben, können wir die spielen in dieser Runde, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ansonsten dürfen wir die einfach so spielen. Wichtig ist Play, heißt Länder gehen auch. Ansonsten, der Effekt ist gut. Der Buddy ist gut und die Undercity ist gut. Macht halt auch Druck. So, den spielen wir dann deswegen auch 4-mal. Dann, das werde ich jetzt nicht erklären, das hier. 4-mal Fury. Ja. Removal on a Stick. Und dann 3 Magus of the Moon, weil wir sind halt ein Mono Red Prison. Wir sind Moonstompy. Wir brauchen mehr Magus. So, und wenn man sich überlegt, wie viele Non-Basics aktuell rumlaufen. Das schmeckt. Das schmeckt. So. Das waren jetzt die Kreaturen. Jetzt kommt noch ein bisschen Zeug. Kommt schon mal eine Neuerung, die ich hier oben darbiete. Und zwar der Cursed Mirror. Es ist ein 3-Mana-Artefakt für 2 beliebige und rotes. Tappen für ein rotes Mana. Also auch Mana-Stein. Viel wichtiger aber. Wenn der ins Spiel kommt, können wir den als Copy von einer Kreatur ins Spiel kommen lassen und der wird diese Kreatur bis zum Ende des Zuges und hat Eile. Heißt, wir können Warboss, einen Rebelmaster, noch mal eine Initiative tut, der dann noch mehr Druck bringt. Fury, wenn es liegt, dit, dat, jenes. Und vor allen Dingen der beste Pass ist Any Creature on the Battlefield. Wir dürfen auch beim Gegner klauen. Ha! Dann haben wir noch 4-mal die tolle Fable of the Mirrorbreaker. Daher auch unser Goblin Shaman Token, der uns Treasure heißt. Und da halt auch ganz wichtig, nicht nur der 2-2er, den der erzeugt, oder den Draw-Discard, den die Karte macht, sondern auch die Rückseite mit dem Shaman, mit dem kleinen Kiki-Iki. Wo wir eine andere nicht-legendäre Kreatur kopieren können. Das ist dumm. Du triggerst Initiative im Zweifelsfall. Du hast mehr Goblins. Du hast noch ein Fury. Du hast eine Menge Zeug, das du da rausholen kannst aus dem kleinen Ding. Und im schlimmsten Fall tappst du den 2-2er, um nochmal einen 2-2er Shaman-Token zu erzeugen, der dir ein Treasure macht. Dann hast du halt einen 2-2er, der dir Mana macht und hast Mana dafür ausgegeben, ist im Endeffekt eine Nullnummer. Aber ist halt trotzdem immer noch irgendwie gut. So. Wir sind in Prison. 4-mal Chalice ist gesetzt. Sollte eigentlich jeder kennen, das Artefakt. Ist eigentlich so der Burner hier drin. Chalice auf 1, Chalice auf 2, je nachdem, ob man boardet. Chalice auf 3 macht man nie.
direkt mit Klempner sich selber. Und weil wir drei sind, Trinisphäre. Alles kostet mindestens 3 Mana. Klingt nach einem Plan, vor allem wenn du das relativ solide Turn 1 hinkriegst und noch solider Turn 2. Ja, und wie gesagt, ne, wir sind Moon Stompy oder Moon Red Prison. Viermal der gute Blood Moon. Alle Nichtstandardländer sind Mountains. Und man selber lacht da drüber. Ah, es ist einfach so witzig. Oh, wie oft das Ding schon irgendwen in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, das so Mainboard. Also Mainboard besteht im Endeffekt aus Prison Pieces in Form von, wie wir hier sehen, Chalice, Trinisphäre, Blood Moon, Magus of the Moon, Druck, wie The Castle of Chaos Adventurer, 2 Nuancen von Goblins und wenn man so will, der Affe. Ja, wenn man so will. Und Fury. Fury zu casten ist halt meistens eher so im Late Game. Also für das Deck Late Game. Und ja, dann hast du Utility, wie zum Beispiel die Fable, den Cursed Mirror und zum ein, zwei von den Ländern halt. Aber das schon gut. Das schon gut. Ja. Gehen wir mal zum Sideboard. Da ist auch neues Zeug drin. Mhm. Ist hier in dem Deck meistens auch relativ stumpf. Finde ich schon fast. Weil du hast halt nicht, also in der Version von Prison hast du halt keinen Khan. Das heißt, du hast schon mal ein effektives Sideboard. Und nicht einfach im Endeffekt 4 Leylines plus Zeug. fangen wir mal an. Und zwar mit dem Stonebrain. 2 Mana Artefakt für 2 Mana Tappen exilieren wir den Stonebrain, wählen Kartenname und durchsuchen die Graveyard, die Hand und die Library von einem Gegner nach bis zu 4 Kopien dieser Karte. Der Spieler shuffelt dann seine Library und zieht für jede Karte, die er damit von der Hand losgeworden ist, eine Karte. Ja, und das kann man nur als Sorcery machen. Das ist im Endeffekt so gegen sowas wie Doomsday, Show and Tell. Theoretisch kann man da auch gezielt gegen Removal boarden, wenn man Platz hat. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, der Gegner wie Wardell war, hat nur 4 Bowls. Und so ein Kram. Aber eigentlich halt, um Combo-Pieces abzuschalten oder rauszuziehen aus Decks. Ja, dafür ist halt im Sideboard. Solide. Dann spielen wir gegen Artefakte. Zweimal den lieben Nullrod. Ja, Players cannot activate activated abilities of Artifacts. Das halt so quasi 2 Mana Khan. Trifft uns im Endeffekt nur. Ja klar, beim Stonebrain jetzt, weil es direkt da drüber liegt. Ansonsten nur die Moxe, weil wir sonst keine aktivierten Artefakte von aktivierten Fähigkeiten von Artefakten haben. Ja, ist halt im Endeffekt gegen Wunder-Artefakte. Als noch ein Deck war, konnte man da gut gegen Eldcast reinnehmen. Ansonsten gibt halt verschiedenste Targets dafür. Ja. Dann, weil Kontrolle oder generell blaue Decks sind ja doof, wissen wir alle, spielen wir auch nicht. Pyroblast, 2 Mana. Einfach nur als Möglichkeit, vielleicht Turn 1 mit dem Affen oder Turn 2 mit dem Affen auf der Hand einen Counter zu countern und da unsere Threat durchzukriegen, weil gerade gegen Kontrolle ist halt meistens so der Punkt, wenn du einen Threat durchbekommst, ein bisschen länger. Und der die irgendwann handelt, hast du schon eine zweite liegen. So, und dafür ist der dann halt da. Plus, er ist halt auch ein Removal gegen blaue Sachen. Er kriegt einen Teferi weg. Wenn du irgendwann mal siehst, einen Jace, weil ein Jace kann schon ein Problem werden. Und so Sachen halt. Ne? So ein bisschen Removal, ein bisschen Counter, aber hauptsächlich blau hält, weil blau ist doof. So, neue Karte. Cast into Fire. Ein rotes, ein beliebiges, ein Instant. Man wählt 1. Einen Schaden an bis zu 2 Kreaturen.
oder ein Artefakt-Exile. Die bin ich jetzt tatsächlich am Ausprobieren. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal Mainboard gesehen, einmal, also einmal Main, einmal Side. Ich finde die ziemlich interessant, weil du kriegst kleine Kreaturen weg. Bowmaster ist ja aktuell so ein Beispiel dafür. Also du kriegst beide Kreaturen, die Bowmaster reinbringt, weg. Plus du kannst Artefakte exilen, was aktuell auch ein Riesending sein kann. So. Macht halt im Endeffekt schöne Sachen. Das Ganze in der Nummer größer spielen wir dann nochmal als Fiery Confluence. Für zwei rote, zwei beliebige haben wir eine Sorcery, wo wir drei Modi wählen. Man darf auch jeden mehr als einmal wählen. Ein Modi, jede Kreatur kriegt einen Schaden. Ein Modi, jeder Gegner kriegt zwei Schaden. Oder ein Modi, Destroy Target Artifact. Das heißt, wenn man alle drei wählbaren Optionen in einen Punkt, kann man entweder allen Kreaturen drei Schaden schießen, jeden Gegner sechs Leben verlieren lassen oder drei Artefakte zerstören. Ist halt hier drin auch Creature Removal, so den letzten Damage durchdrücken und dann halt noch der Passus mit den Artefakten zerstören, ist halt auch immer nice to have. Ab und zu fliegt ja auch so mal was so hat wie eine Ancient Bridge oder so rum, die nervt manchmal. Da kriegt man damit den ganzen Bums einfach los. So. Dann spielen wir Dead and Gone. Ganze zweimal. Dead and Gone. Ich leg's mal so rum. Eine Splitkarte mit der Seite Dead. Für ein rotes kann man zwei Schaden an der Kreatur machen. Oder Gone für drei Mana. Bounce mal eine Kreatur. Ist im Endeffekt ein kleiner Removal. Und ein Bouncer. Hat die Bewandtnis Bouncer zum Beispiel für Reanimator. It's Show Tell würde ich jetzt nicht probieren, mit damit was zu machen, weil entweder zieht er mit dem Krisselbrand darauf Handkarten oder der Emrakul lacht sich checkig, weil den kannst du nicht targeten. Aber zum Beispiel der Removal Part kann manchmal auch ganz gut sein, wenn man gegen ein Deck spielt, wogegen man Removal boarden will. Jo. Das macht halt das Deck. Die Karte. Und dann haben wir noch als letzte rote Karte hier im Sideboard. Eine Awakened Inferno, also eine Chandra. Für 6 Mana, davon 3 rote, eine 6 Marken Planeswalkerin, die nicht gecountert werden kann. Hallo Freddy, weil du hast schon probiert, die zu countern. Plus 2 ist, jeder Gegner bekommt ein Emblem, was dem jede Runde einen Schaden pingt. In jeder Upkeep. Minus 3, 3 Schaden an jeder Nicht-Elemental-Kreatur. Und minus X, du schießt X Schaden an einer Kreatur oder einem Planeswalker. Und wenn das Permanente dieser Runde in den Friedhof gelegt werden würde, wird das stattdessen exiled. Das ist ein Finisher, definitiv. Allein der Plus-Effekt, wenn du die erste Mal Runde, wenn du die gelegt hast, plus, kriegt der Gegner die nächste Runde einen Schaden. Wenn du die dann die Runde danach nochmal plus, kriegst der in der Upkeep zwei Schaden. Da haben wir schon 3 gemacht. Wenn die dann nochmal plus, dann kriegt der in der nächsten Runde 3 Schaden. Dann sind wir schon bei 6 Schaden. Also so, ne, steht da Tropfen. Und dann halt einfach noch der Removal-Part dabei, der einfach gut ist, weil der minus 3 trifft ziemlich viel. Also aktuell weiß ich gleich nicht, ob so viele Elementals rumfliegen. Würde mich wundern. Also außer jetzt die Incarnations. Ansonsten haben wir halt noch den Minus X. Und der Minus X, weil die kommt halt mit 6 Marken rein. Ne? Also kannst schon mal so lockerflockig irgendwas mit 5 hinten umbumsen. Und da geht noch nicht mal in den Friedhof. Nice. Oder du plusst erstmal, dann hat die schon 8 Marken. Dann kannst du Minus 7 machen und so weiter und so fort. Also ist eine super Planeswalkerin. Teilweise auch mal zweimal im Sideboard gesehen, wenn mehr Kontrolle unterwegs war. Ansonsten ist die halt, wie gesagt, die hat die hat mehr als einer versucht zu countern. Ist dann immer schön. Wenn man sagt, ja, das ist Force Resolved. Und dann gucken die doch, weil die Karte auf dem Board liegt. Ja, und dann Graveyard Hate. Der Klassiker. 4-mal Leyline. Weil Leyline. Weil Leyline ist gut. Leyline tut Leyline-Dinge. Leyline exilt gegnerische Friedhöfe. Beziehungsweise Karten, die in den gegnerischen Friedhof gehen.
Ja, so viel zu Monorail Prison. An sich, das Deck hat im letzten Set so stetig immer noch Liebe bekommen. Das fing im Endeffekt auch mit dem Fury eigentlich an, dann mit der Fable, die dann danach kam. Jetzt so was wie Cast into Fire oder den Cursed Mirror oder Stonebrain. Da kommt immer so ein bisschen was bei. Du siehst immer mal noch so ein paar Karten. Das finde ich an dem Deck ganz schön. Du siehst immer relativ viele unterschiedliche Listen. Manche spielen diese Layer, Blade Reforged. Manche spielen fast nur Goblins und Moons und Karten woanders. Also du hast eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Varianz in den Decks drin. Und trotzdem kann man zu dem Deck einfach sagen, Stumpf ist Trumpf. Das würde ich mal und damit zurück in die Regie.